Jesus sagt, wenn ihr den Dämonen widersteht, wächst ihr in Tugend. 6. Februar 2017, Worte von Jesus an Schwester Claire, übersetzt und gesprochen von Jackie. Betreffend Angriffe von Dämonen der Lust. Claire sagt, warum lässt Gott Angriffe und Täuschungen dieser Art zu? Er lässt zu, dass wir in der Reinheit geprüft werden. Oftmals erlaubt er dies aufgrund von Selbstgerechtigkeit und Stolz. Jene von uns, die geneigt sind, zu richten und auf andere herunterzublicken, ihr könntet sehr wohl gedemütigt werden in diesem Bereich, um euch eure Schwächen zu offenbaren, damit ihr es nicht wieder wagt, andere zu richten, oder dass ihr euch selbst etwas darauf einbildet, betreffend eurer intimen Beziehung mit jemandem, von welchem ihr denkt, dass es Jesus sei. Ich möchte auch noch hinzufügen, dass nicht eure ganze Begegnung mit dem Herrn ein maskierter Dämon der Lust gewesen sein muss. Ihr könnt ganz unschuldig in der Gesellschaft von Jesus gewesen sein. Und ganz plötzlich ändern sich die Dinge. Und es ist nicht mehr er. Ignoriert also nicht das ganze Erlebnis. Isoliert den Teil, wo Sexualität ins Spiel kommt. Das schmälert die wahre und reine Beziehung, die ihr mit ihm habt, nicht. Es offenbart nur, dass ihr von dem Feind getäuscht werden könnt. Bleibt also demütig. Jesus begann: Ich wünsche mir, dass ich euch sagen könnte, wie viele meiner Kinder auf diese Falle hereingefallen sind, weil sie nicht wachsam waren und meinen Charakter nicht gut genug kannten, um zu widerstehen. Es ist extrem demütigend für euch, liebe Seelen, ich weiß das, aber ich verurteile euch nicht. Ich hebe euer Kinn zärtlich hoch, damit ihr meinem Blick in eure Augen begegnet und um euch zu sagen, eure Sünden sind vergeben. Geht und sündigt nicht mehr. Das ist mein Herzenswunsch für euch. Einige von euch werden dieses Wort nicht gut aufnehmen und für euch betone ich, prüft die Geister. Hatte ich eine unerlaubte oder sogar eine erlaubte Beziehung mit Maria Magdalena? Das tat ich nicht. War ich jemals versucht? Ja, ich war versucht, aber ich sündigte nicht. Versucht zu werden ist keine Sünde, sofern ihr die Vorstellung sofort verwerft und nicht nachgibt. Wenn ihr damit spielt, habt ihr gesündigt. Bereut und tut Buße, steht wieder auf und lauft in meine Arme. Ich weiß, wie mächtig das menschliche sexuelle Verlangen ist. Ich weiß auch, wie mächtig die dämonischen Eingriffe sein können, welche Stimulierung verursachen. Ich vergebe euch. Seid nächstes Mal weiser und seid extrem wachsam gegenüber dem Treibmittel von Stolz. Denn es geht einem Fall voraus. Ich bin immer mit euch. Ich lade euch ein in meine Arme. Ich wiege euch hin und her, wie eine Mutter ihr Kind wiegt. Ich tanze über euch und mit euch in Freude. Ich schwimme mit euch in angemessener Kleidung. Und ihr werdet niemals sexuelle oder sinnliche Stimulation fühlen in meiner Gegenwart. Niemals. Wenn ihr so etwas fühlt, dann werdet ihr von einem imitierenden Dämon der Lust gesiebt. Da könnt ihr ganz sicher sein. Da gibt es große Verdienste, wenn ihr solchen Impulsen widersteht und die Dämonen zurechtweist. Es kann eine Art Leiden sein, genau wie Krankheit oder Versuchungen, Geld auszugeben oder Eifersucht zuzulassen. Wenn ihr widersteht, wächst ihr in Tugend.
Ich liebe euch zärtlich, meine Schätze. Zärtlich, aber niemals sinnlich. Schützt eure Herzen und eure Körper. Haltet sie rein, genau wie ich rein bin.